Hallo ihr Lieben, Stravete Mili, hello dears. Ich habe heute zum ersten Mal ein Foto bekommen, und zwar von Lena Schmidtmeier. Vielen Dank dafür. Es soll ein echtes Kaninchen sein, das momentan existiert. Und ich möchte es natürlich so süß und hübsch wie möglich machen. Es passt auch sehr gut zu der Jahreszeit, da wir demnächst bald Ostern haben, und so kann man ein schönes Kaninchen oder sowas wie Osterhäschen auch schön zeichnen. Und ich versuche das zwar möglichst realistisch, aber es wird ja natürlich so in meinem Stil sein, von daher hoffe ich, dass es euch gefällt. Das ist hier sein Schnäuzchen, hier geht die Nase hoch. Hier ist sein Mund. Das können wir später ein bisschen ausmalen, damit das hier nicht so traurig aussieht, wie ich es gerade mache. Und dann gehen wir rüber. Das sind die Bäckchen. Und hier sehe ich das auf dem Foto nicht so gut. Aber ich tippe mal rein, logischerweise, dass da das andere Auge ist. Weil dieses Kaninchen hat so schöne bunte Flecken im ganzen Gesicht. Und ich glaube, genau da, wo das zweite Auge ist, ist auch ein schwarzer Fleck. Dann zeichnen wir hier ein bisschen Härchen. Hier, wie ihr auf dem Foto seht, sitzt das Kaninchen im Gras irgendwie. Und das ist jetzt nicht so gut, was ich da mache, denn ich habe mir kaum, ja genau, das ist sein Körper hier, der geht so rüber. Also ich habe mir kaum Platz gelassen für seine Beine. Ja genau, also die müssen hier viel weiter unten beginnen. Von daher werde ich jetzt zum ersten Mal hier ein Radiergummi benutzen müssen. Denn das war gerade Mist, was ich gemacht habe. Mal gucken, wie wir das lösen. Also auf jeden Fall ist meine süße Tochter dabei, die schaut zu. Wollte gerade ihre Hausaufgaben machen, aber wozu Hausaufgaben machen? Wenn man zeichnen kann. Yay! Yay! Man kann ja ein bisschen nach der Schule zeichnen und dann erst Hausaufgaben machen. Also auf jeden Fall ist das hier das süße Ohr. Das ist das eine ist so ein Schlappohr und das andere ist ein größeres Ohr. Und Mausi, magst du mir ein Radiergummi bitte bringen? Weil ich glaube, ich muss wirklich radieren. Oder hast du selber einen? Danke dir. Hier hinten mache ich das Bein. So, ungefähr so ist die Vorzeichnung. Hier geht es dann so rüber. Und das hier müssen wir wegradieren. Irgendwie muss die Pfote her, die ich leider nicht sehe. Danke dir. Das hier seht ihr jetzt. Und zum Glück geht es super mit diesem Radierer. Also alles soweit perfekt. Dankeschön. Und dann können wir dieses kleine Häschen hier schön reparieren. Dann zeichne ich jetzt das Auge. Ich sehe hier zwei schöne Glanzpunkte, die werde ich auch so behalten. Ansonsten ist das Auge für mich ziemlich schwarz. Aber ich werde mal das nicht ganz so schwarz machen, sondern nehme so außenrum ein bisschen grau, vielleicht die Punkte nicht ganz so groß, ein bisschen kleiner und hier auch. Also das Foto war sehr schön, aber ich habe es auf Instagram bekommen, lieben Dank, und konnte leider von der echten Größe, also vom großen Foto, kein Screenshot machen. Also Instagram hat es automatisch immer verkleinert. Das war ganz blöd und deswegen musste ich es in einer schlechteren Qualität ausdrucken, leider. Von daher ist das Foto schon, was ihr hier seht, nicht in der besten Qualität. Aber ich denke, man sieht trotzdem, wo das Häschen ist und wie wir es machen. Hier vor dem zweiten Auge haben wir also ziemlich viel Haar. Das mache ich jetzt auch so. Und hier nach oben geht es so ein bisschen so. Und hier die Härchen. Also hier um das Auge herum
ist es relativ dunkel. Dann haben wir hier einen total süßen Fleck auf der Backe. So ungefähr geht der. Ich mache ihn nicht ganz schwarz, obwohl man natürlich sagen könnte, das ist ein schwarzer Fleck. Ein paar so Haare. Und für das Näschen nehme ich jetzt unser Pink. Und hier für den Mund auch. Also da. Hier müssen wir das Rostorange nehmen für diesen Fleck hier. Man sieht leider auf dem Foto nicht, wie das Haar wächst, aber da ich schon ein paar Hasen gezeichnet habe, weiß ich, dass das Haar von der Nase, von der Schnauze nach außen wächst. Und deshalb schraffiere ich auch so. Muss ich nur genau achten, wo es genau ist, denn es soll ja dieses Kaninchen werden und nicht irgendwie ein anderes, sondern genau dieses. Ich finde die Idee sehr schön, mal sowas auszuprobieren, einfach so ein echtes Kaninchen von einem meiner Zuschauer zu zeichnen. Das ist immer so eine andere Variante, denn die meisten Bilder, die ich, also die meisten Tiere, die ich zeichne, da habe ich entweder selbst die Vorlage, die mir schon ziemlich gut gefällt, oder ich suche sie auf Google und meistens nehme ich aus mehreren Fotos, mache ich mir praktisch so eine Collage, aus der ich ein so ein Tier zeichne, und in der Regel erfinde ich dieses Tier so gesehen. Manchmal halte ich mich sehr nah dran, aber im Prinzip gibt es das Tier so genau in diesem Foto so nicht. Und deshalb ist es hier schon sehr interessant, dass man genau dieses Kaninchen, so wie es hier steht, mit seinen Flecken auch zeichnen kann. Also das hier ist unser rostbrauner Stift und ich finde, mit dem kann man das super machen. Einfach schön die Härchen schraffieren. Hier sind sie ein bisschen länger. Und jetzt haben wir hier das Ohr. Das hat so im Großen und Ganzen eigentlich nur diese Farbe. Und das kann man in Ruhe so ausmalen. Nach außen hin wird es aber heller. Und das behalten wir dann so. Genau, man könnte ein dunkleres Braun benutzen, wenn die Tochter es endlich hergibt, die selbst mitzeichnet. Und hier, genau. Und hier machen wir ein bisschen Schatten. Ihr seht den Schatten hier auch. Und hier sehe ich auch ein bisschen Schatten. Und da mache ich ein bisschen so Flauschigkeit. So am Rand. Ansonsten weiterhin in diesem Rostbraun. Und schön so ein bisschen. Ich glaube, ich habe meinen Kopf dauernd gegen die Kamera. Also wenn es ab und zu wackelt, das bin ich. So, und hier ist es noch weiß und hier muss das so ein bisschen noch ergänzt werden nach hinten. Dann das zweite Ohr ist hier, also das ist hier der Kopf. Das zweite Ohr geht hier raus, ist ebenso braun, so wie ich das erkenne. Und wird ein bisschen heller zum Rand hin. Und drunter haben wir eher dunkelbraun, genau, also hier muss das nochmal so rein, das machen wir gleich aus. Genau, und hier kann man immer mal ein bisschen dunkler werden, denn das ist auch der Schatten und auch ein bisschen Flauschigkeit machen. Und hier auch einfach schön ausmalen. Und hier gerne dunkler werden. Also ihr seht es hier auch. Und auch zum Ohr, zur Ohrspitze wird es ein bisschen dunkler. Zumindest was ich so erkenne. Und so ein paar schraffierte Härchen könnt ihr gerne machen. So, und hier ist es einfach nur hell, aber nicht weiß.
Also weiß ist vor allem das Gesicht. Und was mir hier auch noch wichtig ist, ist, dass wir auch mit dem Beige ein bisschen reingehen, damit man die Härchen noch besser sieht. Hier über dem Auge ist unser Hasi auch dunkler. Aber ich glaube, das ist irgendwie nur der Schatten. Deshalb passe ich jetzt auf, dass ich hier um das Auge herum das nicht irgendwie vermassle. Auch hier muss man aufpassen. Und hier haben wir vergessen, dass das weitergeht und zwar bis zum schwarzen Fleck. Genau, hier über das gesamte Schnäuzchen. Und diesen schwarzen oder grauen Fleck kann man ein bisschen vergrößern. Ungefähr so. Hier ein bisschen mehr Schatten. Und ich glaube, hier ist der Kopf zu Ende, also logischerweise. Und hier machen wir es in diesem Grau. Also das ist hier flauschig im Grau. Und einfach, da machen wir, weil ich nicht genau sehe, wo sind jetzt die Pfoten. Ihr seht selbst, ich glaube, das ist hier die eine. Aber hier haben wir Härchen und Haare. Und ich denke mal, das ist hier die zweite. Von daher, also hier finde ich ein bisschen, denn ich möchte kein, hier, was ist das, Heu oder Stroh zeichnen. Und hier am Rande vom Kopf machen wir es ein bisschen dunkler, einfach so, damit das Volumen erhalten bleibt. Und hier können wir auch gerne ein bisschen reingehen mit diesem Ton, damit man den Schatten sieht. Hinten ist unser Häschen relativ bunt. Ich schiebe mal schnell die Stifte weg. Ja, also hier haben wir das in Grau. Und hier zum Kopf hin entsteht nochmal so ein Fleck. Also ihr seht, hier zeichne ich das im Haarwuchs. Genau, also hier ungefähr bleibt unser Fleck stehen. Also bis hier reicht unser Fleck. Und hier auch so. Und hier merke ich einfach, wie bunt das Fell ist. Hier dürfte etwas sein und hier dürfte auch etwas in Grau sein. Und der Rest ist in diesem Ton, glaube ich. Genau, und das ist hier auch in diesem Ton. Ja, und hier schraffiere ich einfach vor mich hin. Was mir noch nicht so gefällt, ist diese Pierfläche. Und hier das Ohr ist auch noch nicht optimal. Denn unser Ohr ist viel mehr braun. Also fast bis zum Rand hin. Das würde ich schon so machen. Glaub mir, wer die Stifte? Ich muss verblenden. Gut. So. Das habe ich jetzt so ausgemalt. Und hier geht der Fleck ein bisschen weiter. Und hier nach hinten, da wir das nicht genau erkennen, machen wir jetzt einfach ein bisschen sowas wie Schatten. Aber das Kaninchen ist mehr oder weniger weiß und hat eben diese süßen bunten Flecken. Hier oben gehe ich ein bisschen mit Braun rein, denn das ist nicht nur grau, sondern so ein bräunliches. Und auch bunt einfach. Also alle Farben, die Kaninchen so haben können, hat dieses Kaninchen auch eigentlich. Also weiß, beige und braun und sogar ein bisschen grau. Ich kaufe mir ein Kaninchen und färbe es blau. Magst du das dann malen? Dann muss ich ein blaues Kaninchen malen. Gut, solange es nicht die Haare sind, also deine. So, und hier sehe ich jetzt gerade, dass wir, ich glaube, hier beim Auge hat das Kaninchen auch noch ein paar Flecken. Seht ihr die? Die sind voll süß. Ja. So, jetzt muss ich es mir von oben ein bisschen anschauen.
was wir so fabriziert haben. Also ein bisschen mehr Flauschigkeit mache ich hier. Und hier geht es zum Auge hin, seht ihr das, geht so ein bisschen ins Beige rein. Und hier um die Schnauze herum wird es auch ein bisschen mehr beige. Hier ein bisschen mehr. Aber das ist eher der Schatten. Auf dem Foto ist das Kaninchen relativ bläulich. Ich kann ja mal versuchen, da wo der Schatten ist, auch ein bisschen Blau reinzugeben. Vielleicht ist das gar nicht mal so eine schlechte Idee. Guck, sie hat ihr Kaninchen auch blau gefärbt. Genau, dieses Kaninchen ist schon blau. Ja, da ist der Schatten recht blau geworden. Ja, so ungefähr. Aber ich finde, es ist sehr süß geworden. Also ich mag das Kaninchen jetzt schon. So, ihr Lieben, also im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das jetzt ganz gut gemeistert. Also grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn ihr jetzt so ganz süße Fotos von euren Haustieren habt. Wenn ihr sie mir schicken wollt, ich kann nicht versprechen, dass ich sie alle zeichne. Ich kann auch nicht versprechen, dass es wirklich auch gut wird. Also ich probiere das, ihr seht es. Ich lade es gerne hoch. Und ihr entscheidet natürlich, ob es euch so gefällt oder nicht. Aber grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn ihr mir auf Instagram eure Bilder schickt, mich entweder markiert oder ihr könnt mir eine Privatnachricht schicken. Das ist jetzt euch überlassen. Auf Instagram bin ich Denise Gruber einfach. Und ansonsten zeichne ich weiter eure Wünsche, auch ohne Fotos. Das, glaube ich, haben wir mittlerweile ganz gut raus und wünsche euch alles Liebe. Bis demnächst. Eure Dani. Tschüss. Tschüss.